Einen vergnügten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Idstein. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer. Die Sommerpause ist rum. Der blaue Bock ist wieder da. Frau Wirtin auch. Die Blumen sind nicht für mich. Nein, weil ich mit die Blumen bekommt Meister Grote. Denn ich darf etwas verraten. Im September wurde Franz Grote 65 Jahre alt. Wir haben keine Zeit zu gratulieren. Aber jetzt holen wir es nach. Meister, herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, wir haben auch einen Torjäger hier. Fritz Walter. Hier ist er, meine Damen und Herren. Wir haben die Woche so viel Fußballerlebnisse gehabt. In Hessen haben wir unser Derby, Eintracht Offenbach, dann Dresden, Bayern, München, dann haben wir Glasgow Rangers gegen Mönchengladbach. Und jetzt haben wir Fritz Walter hier. Wie viele Tore waren es denn? Hat man darüber Buch geführt, Fritz? Ja, ich habe in meiner aktiven Zeit nie Buch geführt über die Tore. Ja. Ich weiß nur laut Statistik, dass ich in der Nationalmannschaft in meinen 61 Länderspielen 33 Tore geschossen hat, dann kam aber der Uwe, der hat inzwischen dann 45 gemacht und inzwischen ist der Uwe auch schon wieder überholt worden vom Gerd Müller, der hat ja schon 62 gemacht. Und zusammen ist das eine ganze Menge. Ja, würde ich sagen, weil ja. Meine Frau hat ihn dieses Buch geführt, hat gesagt, Fritz, wenn du heimkommst, hast du heute mal so und so viele Tore und so, hat er das Gefühl gemacht. Ja, die hat immer gesagt, schätze für mich ein Tor extra. Hat sie gesagt? Ja. Ja, bei meiner Frau ist das anders, die versteht nichts vom Fußball. Vor 5 Monaten kam ich rein und habe gesagt, heute Abend spielt Ajax. Hat sie gesagt, ich weiß gegen Meister Robert. Ja, also da. Aber wir wollen mal eins machen. Wir wollen mal einen Wimpel austauschen. Das wollte ich schon lange mit Fritz Walter. Wir haben hier einen Wimpel vom blauen Bock machen lassen. Das wird hier immer vor einem Spiel gemacht. Den darf ich Ihnen jetzt feierlich überreichen. Ja. Mit einem Applaus von Ihnen natürlich. Fußball-Weltmeisterschaft 11 von 1954 von Bern für dich mitzubringen. Hier, das hat er mir gebracht von 54. Und jetzt kommt das Großartige, warum wir uns also so nett unterhalten haben. Er hat auch eine Schallplatte bezogen, der Fritz Walter, nicht allein. Wollte ich gerade sagen. Ja, nicht allein. Altinternationalen und die Weltmeisterschaft 11 haben sich getroffen und haben ein Lied gesungen, Schwarz und Weiß ist auf der Schallplatte und wir wollen Freunde sein. Eine Fußball-Nationalhymne. Leider können wir sie nicht hören, die Mannschaft hat keine Zeit gehabt, oder? Ja, ich meine, früher war es so, als Kapitän haben sie immer auf mich gehört. Dann habe ich vor dem Spiel gesagt, Männer, alles klar, dann waren sie da. Wollen wir das einmal versuchen? Bitte? Ja, wir versuchen es mal. Männer, alles klar? Ja. Thank you.
Steiger Kreuz. Herr Wirti, wir brauchen gleich Stempel zum Überreichen. Fritz Walter hat schon drüben an dem Sichtstein gekriegt. Ich begrüße Maxel Morlock bei uns. Werner Kohlmeier. Uwe Seeler. Internationale Paul Janes, Ottmar Walder, Chris Keppern, Werner Liedrich, Willi Schulz, Horst Eggel, na, war großartig. Dankeschön, sagen. Der Günter Kallmann sitzt ganz gedrückt da hinten. Wenn das so weitergeht, wenn die Fußballer alle singen, Günther, da könnt ihr euch ja was gefasst machen. Das hat große Freude gemacht. Eins darf ich noch. Ja, bitte, selbstverständlich, Walter. Dankeschön. Ja. Im Namen von uns allen und ich glaube auch im Namen hier aller im Saal möchte ich unserem schwer erkrankten Toni Turek von der Weltmeister-Elf, ja, der Torwächter, hier sagen, lieber Toni, wir sind und haben für dich mitgesungen. Wir wünschen dir alles Gute und von Herzen gute Besserung. Ja, das wünschen wir von ganzem Herzen. Toni, so. Tipp und Tack gehen wir dazu. Das ist ein Gruß von der Sportredaktion. Von der Sportredaktion des Hessischen Rundfunks und Fernsehen haben gesagt, gibt es denen auch noch. Und es war so großartig. Jack White hat das ja produziert. Ich würde sagen, das muss eine Langspielplatte mit Ihnen machen. Es gibt ja so schöne Fußballlieder. Am Brunnen schoss ich Tore. Oder mein Club, der hat drei Ecke. Oder Flanke schön. Oder für die Trainer ein Lied, Trainer AD, Scheiden tut weh. Ja. Oder für Helmut Schöner ein gewonnenes Nationalspiel. So schön, Komma, wie heute, so müsste es bleiben. Das wäre wunderbar. Einen Tipp für die Weltmeisterschaft. Irgendwie jemand, der sagt, na, wie geht's aus, was können wir erwarten auf der Weltmeisterschaft? Der Uwe guckt schon. Hä? Deutschland muss im Fußball gewinnen. Sehr vorsichtig sein, aber ja, ich glaube, wir haben eine reelle Chance, sehr gut abzuschneiden. Ja? Damit habe ich fast alles verraten. Fast alles verraten. Ein Dankeschön. Ein Applaus, einen guten Grund und herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen Dank an euch alle. War wunderschön. Danke. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Für heute in Eckstein. Sie waren ein sehr liebes Publikum. Wir sehen uns zu Hause wieder, wenn Sie Lust haben, am 22. Dezember aus Götzenhain kommt unser weihnachtlicher blauer Bock. Und wir freuen uns darauf, wenn es wieder heißt. Wo ist der Platz für Arm und Reich? Nur der blaue Bock. Wo gibt es keinen Kassenstreich? Nur der blaue Bock. Ich bin's mal, ich bin's.